Die Zukunft ist ein Thema, das mich brennend interessiert. Auch ein Grund, dass ich viele Fragen auch zu Zukunftsfragen auch stelle. Meine Ansicht ist, dass eben mit diesen Begrifflichkeiten Open Innovation versus Crowdsourcing, für mich ist eben auch Closed Innovation Crowdsourcing. Also ich kann jeden ja fragen, aber ich muss dann ja nicht sagen, was er mir gesagt hat. Für mich ist das dann Closed Innovation. Und ich glaube, dass in der Zukunft die Ideen immer mehr Wert haben werden. Also irgendwann werde ich verstehen, aha, wenn ich jetzt dieser Firma das verrate, werden die damit Milliardenbusiness machen. Moment mal, also ich möchte da irgendwas haben davon. Ich glaube, dass die User emanzipierter werden, dass die User nicht mehr einfach so Know-how teilen und dass die IP-Frage, die Ownership-Frage sehr, sehr wichtig sein wird. Und ich persönlich bin ein bisschen kritisch eingestellt gegenüber Open Innovation. Ich möchte ja nicht, dass die Konkurrenz weiß, was ich weiß. Und da bin ich gespannt, wo es hingeht. Also ich glaube, dass Talente, dieser weltweite Krieg um Talente, dass der zunehmen wird und dass es wirklich so sein wird, dass wer die besten Talente in seiner Firma hat, dass der das Business machen wird und nicht der, der am schnellsten googeln kann. Also ich glaube nicht, dass Information einen großen Wert haben wird in Zukunft, weil die ja alle haben.